Frankfurt finde ich eine sehr liberale Stadt. Ich habe mich da immer wohl gefühlt und sie ist kulturell natürlich sehr groß in ihren Angeboten mit vielen Museen, mit Konzerten und Literatur. Man hat kulturell sehr vieles. Ich bin Barbara Klemm, Fotografin und habe 40 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Fotojournalistin gearbeitet. Ich habe in Karlsruhe in einem Porträtatelier eine Fotolehre gemacht und dann ergab sich, wie das manchmal so im Leben ist, eine wunderbare Situation, wo ich eben seit 67 frei gearbeitet habe bis 1970 und dann eine Festanstellung für die Zeitung bekam. Das neueste Buch heißt Frankfurt-Bilder. Und es ist ein Buch zu einer Ausstellung im Historischen Museum in Frankfurt. Und es hat einen Zeitraum von 1964 schon auch bis praktisch 2023. Als mich der Jan Gerchow gefragt hatte, ob ich nicht eine Ausstellung bei ihm machen wollte mit Frankfurt-Bildern, habe ich zuerst gesagt, oh Gott, ich habe gar keine Frankfurt-Bilder, weil ich sehr viel für die Zeitung politische Arbeiten gemacht habe, fotografiert habe und viel im Ausland war und in Frankfurt eigentlich immer nur kulturelle Geschichten, also die Buchmesse oder Rockkonzerte oder überhaupt Konzerte fotografiert habe und aber nie sozusagen Themen wahrgenommen habe für die Zeitung. Dafür gab es einen Stadtfotografen, das war Lutz Kleinhans. Natürlich, als ich dann ins Archiv bin, in der Zeitung gemerkt habe, dass ich sehr viel so gemacht habe, einfach weil es mich interessiert hat. Ich habe früher immer eine Kamera dabei gehabt und alles, was ich so auf der Straße sah, das hat mich immer interessiert. Und da habe ich dann doch eine ganze Menge Frankfurt-Bilder nun für dieses Buch. Ich habe ein interessantes und wichtiges Bild gemacht, Adorno mit der Polizei und mit Studenten, als sein Institut geräumt wurde, als er die Polizei rufen musste. Das ist als historisches Bild dann doch gesehen worden. Und ein anderes Bild, was das einzige, glaube ich, was überhaupt eine politische Wirkung hatte, bei meinen vielen Bildern, die ich gemacht habe in der ganzen Welt, war die NPD-Schläger. Das war 1969, so hat die NPD das erste Mal bei einer Wahlveranstaltung Saalschutz gehabt. Die waren sehr brutal und es gab auch Konfrontationen mit den Studenten. Dieses Bild ist eigentlich ziemlich harmlos, aber es hat etwas aufgezeigt von dieser Physiognomie, von diesen Kerlen, was sehr viele an das Dritte Reich erinnert haben, an den damaligen, an den Saalschutz von 1933. Und dieses Foto ist durch die europäische Presse gegangen, nachdem es erst natürlich die FAZ gedruckt hatte und dann der Spiegel. Ich habe eigentlich immer meine Kamera dabei. In den letzten ein, zwei Jahren habe ich das etwas vernachlässigt, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht hochkonzentriert bin beim Fotografieren, dann gibt es ein gutes Bild, aber es fehlt eben das gewisse Etwas, was die anderen Bilder von mir haben. Und ich nicht mehr gezwungen bin, für eine Zeitung zu arbeiten, also sozusagen auch nicht genötigt bin, wirklich was Gutes zu machen, habe ich gedacht, so was Mittelmäßiges habe ich keine Lust dazu.